So, ich hoffe, mich versteht mal, ohne dass ich die Kamera in der Hand habe. So, jetzt haben wir abgemacht. Jetzt müssen wir erst einmal die Blinkerlose machen. Das sind hier so ganz einfache Steckverbindungen. Die ziehst du ab. Und da ist der Drops schon gelutscht. Der Rest befindet sich, wie gesagt, alles an den Heck dran. Das macht nichts. Zusätzlich habe ich hier noch von Highsider Campus eingelötet für die Blinkerfrequenz. Weil irgendwie Kellermann, ich hatte vorher andere LEDs dran, die Kellermann verträgt er irgendwie nicht. Da macht er mit Dashboard immer Fehler und bla bla bla. Deshalb dieses CAN-Bus installiert. Fehler ist weg, passt. So, weiter geht's. Im Endeffekt, wie gesagt, nur diese vier Schrauben, hier zwei losmachen, dann kann das Heck schon runter. Die Optik World Bag, perfekt. So ungefähr sollte es sein. Aber entweder bekomme ich dann einen Bandscheibenvorfall oder ich scheue mir den Fender durch oder sonst irgendwas. Anderes Heck. Vorerst, muss ich sagen. Kann auch sein, dass ich sage, das Ding schaut so scheiße aus, dass ich es nicht mehr will. Und wieder für Knopfe, für günstig Geld. Der Fender war zwar gebraucht neu von Biker-Kollegen, aber trotzdem noch eine Stange Geld gekostet. So, gleiches Wunder. So, ein neues Heck machen wir jetzt dran. Bisschen ein Gefummel, aber das wird schon. So, feststellen. Ich mache es nicht zu fest, weil ich muss eh wieder ab. So, dann passt die Brille. So, ich weiß nicht, wie es ihr findet. Ich finde es optisch deutlich besser, muss ich sagen. Wie gesagt, nicht mehr diesen Standard. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon denkt. Ob man das machen kann oder nicht. Ich stelle noch mal vor, das Ding wäre ein bisschen tiefer. Ich kann es ja gleich mal simulieren. Und dann gibt es, glaube ich, eine richtig Hammeroptik. Problem ist bei der Felge jetzt allerdings noch, das habe ich allerdings schon gelöst, dass die außermittig ist. Das heißt, hier bringe ich einen Finger rein und hier zwei. Da habe ich mir schon einen Adapter gebaut, dass der linke Fender Strut ein bisschen rüberkommt. Den rechten habe ich innen ein bisschen bearbeitet, dass er ein bisschen, auch ein bisschen rüberkommt nach links. Also jetzt ist halt der Montagezustand, dass das sieht, wie es sein wird. Ich sag, wenn ich es mache. Ich soll noch einmal schick machen, schick lackieren. Ein schönes Schwarz. Und dann passt das. Und jetzt kann ich euch kurz mal die Optik zeigen, was ich eigentlich erreichen will.
So, also diese jetzt ein bisschen zu tief, aber wenn wir hier so auf dieses Level kommen würden, Fahrbetrieb, ja mega. So zwei Finger breit Platz innen drin, noch genug. Also für zwei Personen ist die Maschine eh nicht mehr zugelassen aufgrund dieses Hacks. Muss auch sagen, Harley verkauft diese Maschine, also jetzt das Nachfolgermodell mit 114 Cubic Inch Motor als Zweisitzer. Die hat 107 Cubic Inch und wird als Einsitzer verkauft. Das heißt, wenn ich die als Zweisitzer umrüsten möchte, hätte ich sowieso zum TÜV gemusst. Hätte es eintragen lassen müssen und bla bla. Da ich aber hauptsächlich alleine fahre, war das für mich jetzt nicht relevant, dass die Zweisitzer hat. Ist auch egal, weil ich würde mal meinen, dass man mit dem Fender zu zweit fahren könnte. Allerdings weiß ich nicht, ob meine Schweißkünste hier so geil sind. Nicht, dass der reißt oder irgendwas. Weil das ist zweiseitig durchgeschweißt, nicht gepunkt. Also erst gepunktet, dann durchgeschweißt. Ich kann mal schauen, ob ich irgendwie ein paar Bilder noch finde. Oder ihr schaut auf meine Instagram-Seite, die werde ich mal unten mit verlinken. Da seht ihr, wie es der Fender vorher war, beziehungsweise den ganzen Umbau und tralala. Okay. So. Das war es jetzt erstmal von mir. Für heute. Wie gesagt, nächster Step sind mal die Blinker bzw. Krümmer demontieren. Ich glaube, es werden dann eher die Krümmer, weil ich ja keine Teile da habe. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch machen. So einen Plan gibt's. Die Liste ist lang. Wie gesagt, diese Optik, was jetzt aktuell hat, wird sie nicht mehr haben. Der Fender müsste jetzt mal wegdenken und diesen Stiletto-Fender da hinten mal dran denken. Wird komplett anders. Farbe war auch anders gedacht, aber ich glaube, ich lasse eher schwarz, weil sonst müsste ich wirklich alles wieder runterrupfen. Und da habe ich keinen Bock. Vor allem, weil ja diese Teile gepulvert sind und wenn ich die jetzt halt nochmal extra pulvern lasse oder lackieren lasse, wäre auch zu schade. Aber es hat perfekt passt. Naja. Von daher, Bussi aufs Nussi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.